Im Bauhaus wird noch fleißig an den Scheinwerfern geschraubt, ziehen sich die Lichtleisten scheinbar ungenutzt entlang der Brücke zwischen den Gebäudeteilen. Am Freitag und Samstag sieht das mit Sicherheit anders aus, wenn es, inspiriert vom Bauhausmeister Maholi Naji, heißt Stadtfarbe Licht. Die Idee, sich nicht auf eine Farbe festzulegen, entstand bereits nach dem letzten Farbfest. Wir hatten ja nun schon alle Grundfarben zweimal durch und wollten uns zum Thema Farbe auch so ein bisschen weiterentwickeln in Richtung Materialität. Und da hat sich das Thema Licht angeboten, sowieso historisch die Verschränkung mit dem Bauhaus und eben auch die Möglichkeit, mit dem Licht auch zur Farbearbeit zu arbeiten. Das ist im Prinzip auch nur ein neuer Übergang zum Thema Farbe, nur dass wir über das Licht gehen und stärker über das Material. Die Wahl der Kleidung, traditionell dem Farbfestmotto angepasst, dürfte den Besuchern da nicht so leicht fallen wie in den letzten Jahren. Die Organisatoren bauen aber ganz auf die Fantasie der Dessau-Roßlauer und anderer Gäste. Man kann ja zum Thema Licht auch zum Beispiel mit Lampen kommen, mit kleinen Leuchten, eher so transparente Kostüme. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch damit zu arbeiten und auch ganz fantastische Kostüme zu kreieren. Vielleicht sogar viel mehr, als wenn man einfach nur ein gelbes oder blaues T-Shirt anzieht. Geändert hat sich aber nicht nur das Motto, sondern auch der Ablauf des Farbfestes. Statt einer ganzen Festwoche konzentriert sich das Programm auf zwei Tage mit Licht, Kunst und Performances, die sich als Parcours von der Innenstadt bis zum Bauhaus ziehen. Das geht los in der Zerbster Straße mit einer Projektion im Kristallpalast, geht weiter über eine Projektion in der Johanneskirche, Westausgang, Georgium, Meisterhäuser, Bauhaus, Seminarplatz, Rathauscenter hat sich beteiligt, Galerie Alma und die Galerie vor Ort in der Zerbster Straße. Also so im Prinzip dieses Wandlungsmotiv, was in den letzten Jahren ja auch über diesen Umzug da war, bleibt erhalten. Nur eben, dass dies Jahr ist quasi eine zeitliche und räumliche Streckung gibt. Das umfangreiche Angebot ist natürlich nicht allein aus eigener Kraft der Stiftung Bauhaus möglich. Neben zahlreichen Sponsoren können die Veranstalter auf langjährige und neue Kooperationspartner bauen. Traditionell haben wir natürlich eine starke Partnerschaft mit dem Theater über das Open Air, das ist geblieben. Die Kooperation mit der Hochschule Anhalt hat sich erweitert. Die Hochschule Anhalt ist in diesem Jahr beteiligt wie kaum vorher in den Jahren. Also es gibt sehr, sehr viele Arbeiten von Studenten über das ganze letzte Semester. Auch die Räume der Hochschule werden uns großzügig zur Verfügung gestellt. Neue Partner sind weiterhin die Burg Giefitenstein in Halle. Schon die ersten Farbfeste der 20er Jahre wurden gemeinsam mit den Hallensern gefeiert. Daran soll nun wieder angeknüpft werden. Musikalisch feiert das Melt-Festival mit einer eigenen Bühne Farbfestpremiere, aber auch die Jugend Big Band sowie Rock und Funk sind zu erleben. Den Samstag sollten Besucher der Musik und dem Gesamterlebnis widmen. Am Freitag stehen nach der Eröffnung um 21 Uhr im H-Hotel vor allem die Kunst- und Lichtprojekte im Mittelpunkt, ob auf eigene Faust oder im Rahmen einer Führung. So kann man wirklich Freitag von 21 bis 24 Uhr sich ganz in Ruhe alles ansehen. Es gibt auch Streckenposten, es gibt Informationen vor Ort. Man kann auch Menschen ansprechen und sich auch mal hinsetzen und sich einfach auch mal ganz entspannt die ganzen Sachen ansehen. Das vollständige Programm des Farbfestes 2011 gibt es im Internet unter farbfest-dessau.de.